Yo, was geht ab, Freunde? Heute ist einfach so ein Tag, an dem ich gar keine Lust auf alles habe. Ich habe mir so gedacht, über was könnte ich heute ein Video machen? Und nach 3 Stunden intensivem Brainstorming ist mir nichts in den Kopf gekommen, außer diese Maus, die ein M&M ist. Also kam ich auf die Idee, ganz einfach mal ChatGPT zu fragen, mir ein Skript zu schreiben für mein Video. Als erstes habe ich erstmal erklärt, wer ich bin und was ich überhaupt für Videos mache. Hey ChatGPT, mein geliebter Bruder. Ich habe einen YouTube-Kanal, auf dem ich lustige und natürlich vor allem coole Videos mache. In meinen Videos geht es oft um coole Stories, die ich erzähle oder irgendwelche Dinge auf eine lustige Art und Weise zu kommentieren. Ich benutze sehr viel stumpfen Humor. Ich bin heute ziemlich faul. Kannst du mir ganz einfach ein Skript für mein neues Video schreiben? Genau in dem Stil, wie ich es sonst immer mache? Ich küsse doch dein Auge. Und Freunde, natürlich hat ChatGPT das gemacht. Und ja, wir werden jetzt einfach mal das Video genauso machen, wie es ChatGPT vorhat. Natürlich kann ich Ihnen dabei helfen, ein Skript für Ihr nächstes YouTube-Video zu erstellen. Hier ist ein Beispiel für ein Skript, das Ihnen als Ausgangspunkt dienen kann. Okay, let's go. Dann viel Spaß, Leute, mit der heutigen Story. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich mal wieder eine lustige Geschichte für euch, die euch zum Lachen bringen wird. Ich hoffe doch auch. Also, lehnt euch zurück, entspannt euch und lasst uns loslegen. Wow, 10 von 10, der Bre hat über YouTube studiert. Also, vor ein paar Tagen ist mir etwas wirklich Verrücktes passiert. Ich war mit ein paar Freunden unterwegs und wir hatten uns vorgenommen, einen Ausflug in den Freizeitpark zu machen. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass in einem Freizeitpark immer irgendetwas Lustiges oder Unerwartetes passieren kann. Wow, was eine geile Einleitung. Ich bin wirklich unglaublich gespannt, was jetzt passieren wird. Also gut, wir standen also in der Schlange für die Achterbahn, die bekannt dafür ist, besonders extrem zu sein. Ich war schon etwas nervös, aber hey, man muss ja schließlich auch mal etwas Aufregendes erleben, oder? Okay. Das geht in eine sehr, sehr coole Richtung. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt auf dieser Achterbahn passieren wird, ja? Vielleicht fliegt mein einer Freund neben mir einfach aus der Achterbahn und schlägt auf den Boden aus einer Höhe von 500 Meter. Okay, sorry. Wir machen weiter. Ereignis 1. Und dann kam der Moment, als wir endlich dran waren. Wir setzten uns in den Wagen, schnallten uns an und los ging die wilde Fahrt. Es war einfach unglaublich. Die Geschwindigkeit, die Loopings, die Schreie. Ich hatte das Gefühl, dass meine Frisur noch schneller war als die Achterbahn. Was? Was, Bruder? Was, Bruder? Okay, also das hat er jetzt verstanden oder stumpfen Humor. Also wollt ihr mir jetzt sagen, dass ich solche Witze mache? Ich hatte das Gefühl, dass meine Frisur noch schneller war als die Achterbahn. Das hat noch nie irgendjemand gesagt. Noch nie? Was zum Teufel? Ereignis 2. Der Achterbahnwagen blieb plötzlich stehen. Mitten auf der höchsten Stelle der Bahn. Oh my God! Wir waren alle total perplex und fragten uns, was um Himmels Willen gerade passierte. Ich meine, wer hält schon an, um die Aussicht zu genießen? Das ist ja fast so, als würde man während einer Autofahrt anhalten, um die Qualität des Asphalts zu überprüfen. Bro. Du hättest wirklich die Witze am Ende weglassen können. Das ist ja so geisteskrank cringe, heilige Scheiße. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Pointe. Okay, jetzt kommt schon die Pointe. Okay, also ist die überkrasse Story schon gleich vorbei. Aber wisst ihr, was noch lustiger war? Nein, also wow, ich kann mir nichts vorstellen, was noch witziger war als dieser eine Joke von gerade eben. Aber bitte, bitte erzähl's mir. Die Parkmitarbeiter haben versucht, uns zu beruhigen, indem sie sagten, keine Sorge, das ist Teil der neuen Attraktion namens die Schwerelosigkeit. Ihr könnt jetzt einfach eure Beine baumeln lassen und euch fühlen, als ob ihr auf einer Wolke schwebt. Ich meine, wer braucht schon Schwerelosigkeit, wenn man eine Achterbahn hat, die sowieso das Gefühl vermittelt, dass der Magen in den Hals hochklettert? Hä? Bruder, ich check's jetzt nicht. Ist die Achterbahn so wirklich mit Absicht stehen geblieben oder war es wirklich nur, also war es wirklich ein technischer Effekt? Bruder, ich habe keine Ahnung, was passiert hier? Bruder, lass weitermachen. Die Auflösung. Oh, okay, die Auflösung. Ich habe mich schon gefragt, was jetzt wirklich passiert. Okay, wir gehen weiter. Am Ende haben sie die Achterbahn wieder in Gang gebracht. Okay, also heißt es, die Achterbahn hatte einen technischen Fehler. Okay, danke, dass wir das jetzt auch mittlerweile mitbekommen haben. Okay. Am Ende haben sie die Achterbahn wieder in Gang gebracht und wir konnten unsere Fahrt fortsetzen. Es stellte sich heraus, dass der Grund für die Unterbrechung ein kleiner Schaltungsfehler war. Ein kleiner Schaltungsfehler, ja natürlich, der Klassiker, ne? Wow, das ist ja wieder mal so typisch für die Achterbahn. Es ist beruhigend zu wissen, dass selbst Achterbahnen manchmal einen Breakdown haben.
Nein, das ist überhaupt nicht beruhigend. Nein, ist es nicht. Als wäre das was komplett Natürliches, dass Achterbahnen einfach mal so einen Fehler haben. Nein, Bro. Nein, das ist nicht beruhigend. Ich kann mir nichts Unentspannteres vorstellen, als auf einer Achterbahn zu sein, die ab und zu halt mal einen kleinen technischen Fehler hat. Bro! Nein, das ist das Schlimmste, was ich mir nur vorstellen kann. Aber hey, es ist besser, wenn es die Achterbahn ist, die stecken bleibt und nicht meine Karriere als Comedian. Oh mein Gott, das ist so scheiße. Oh, Passage mit sinnlosem Zwischenfall, okay. Es kommt noch eine extra Passage. Und wisst ihr was? Als wir gerade dabei waren, die Achterbahn zu verlassen, ist mir etwas total Absurdes passiert. Ich hatte mein Handy in meiner Tasche vergessen und plötzlich hörte ich ein seltsames Geräusch. Es kam von meiner Tasche. Ich war total verwirrt. Also zog ich mein Handy heraus und es stellte sich heraus, dass es irgendwie eine SMS von meinem Kühlschrank erhalten hatte. Was? 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 Das ist jetzt also der Part mit dem stumpfen Humor, ja? Das soll jetzt ein lustiger Gag werden, okay. Ja, richtig gehört. Mein Kühlschrank hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht lautete: Hey, ich vermisse dich. Wann kommst du nach Hause? Ich habe eine tolle neue Joghurtsorte entdeckt. Nein, Bruder, nein, das kann nicht echt sein. Ich glaube, Elon Musk trollt mich gerade. Das kann nicht, nein. ChatGPT, bitte reiß dich zusammen, das kann nicht echt sein. Nein. Ja, richtig gehört. Ich weiß nicht, wie mein Kühlschrank gelernt hat zu texten, aber ich denke, er hat beschlossen, ein bisschen einsam zu sein und mit mir zu plaudern. Oh nein, bitte, mach, dass es endet. Ich habe ihm geantwortet, danke, dass du dich meldest. Ich komme bald nach Hause und dann reden wir über die Joghurtsorte. Oh mein Gott, Digga. Nein. Das wird niemals den Zuschauern vermitteln, dass ich jetzt einen lustigen Gag gemacht habe, sondern eher, dass ich auf den schnellsten Weg in eine psychiatrische Behandlung muss. Bruder, bitte, die Leute denken, ich bin krank. Manchmal frage ich mich wirklich, ob mein Kühlschrank mehr soziale Kontakte hat als ich. Aber hey, wenigstens hat er einen guten Geschmack in Joghurts. Oh Gott. Oh mein Gott. Das kann nicht real sein, Bruder. Das war die schlechteste Idee. Die Leute denken, ihr werdet denken, ich habe einen absoluten Knacks, okay? Die Geschichte kommt wirklich von ChatGPT und nicht von mir. Bitte. Schluss. Und das war meine verrückte Geschichte aus dem Freizeitpark. Ja, sehr verrückt. Wirklich mega verrückt und mega lustig. Mega cool, ja. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Erzählen. Nein, ich hatte überhaupt gar keinen Spaß beim Erzählen. Bruder, bitte, ich habe meine komplette Existenz in Frage gestellt, als ich diese Geschichte gerade erzählt habe. Bitte, ich bekomme einen Anfall, bitte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Und bitte, ja, schickt mich nicht in die Klapse. Okay, ich bin noch normal, alright? Um keine weiteren lustigen Geschichten zu verpassen, heilige Scheiße. Wenn ich ChatGPT weitere Geschichten auf meinem Kanal erzählen lasse, dann wird er wahrscheinlich gesperrt. Verabschiedung. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.